Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buchser euch zum Truck Racing Simulator. Wir spielen die FIA European Truck Racing Championship und wir werden heute das erste Rennen machen und es geht nach Bella Italien, nach Misano. Misano ist das, genau. Wir haben das letzte Mal schön in Nürburgring oder auf dem Nürburgring und in Le Mans 24 Stunden, ne? Das war aber nur eine kurze Strecke, wurde mir gesagt. Die sind wir ein bisschen abgefahren. Heute geht es wirklich am 25. Mai. Ich wollte schon 26. sagen. Zum Rennen. Das sind die verfügbaren Verträge. Jedes Team hat andere Standards und Anforderungen. Deshalb ist kein Vertragsangebot wie das andere. Verträge weisen unterschiedliche Ziele, Anforderungen und Vertragszeiträume auf. Einige erstrecken sich über ein Wochenende, andere über eine komplette Saison. Sie müssen die jeweiligen Ziele erreichen, wenn sie Rufpunkte erwerben wollen. Je mehr Rufpunkte, desto mehr Verträge werden verfügbar, wenn sie allmählich mehr und mehr gefragt sind. Wenn sie gerade erst anfangen, starten sie in der Chromklasse. Nach dem Aufstieg in die Titanklasse werden sogar noch mehr Verträge verfügbar. Jedes Team hat außerdem ein Gewinnziel, das am Ende der Saison erreicht sein soll. Die in Rennen verdienten Credits können sie für Reparaturen und Upgrades ausgeben. Schließlich verschafft ihnen jeder Vertrag eine andere Menge Rufpunkte. Je höher die Rufbelohnung, desto anspruchsvoller ist auch der Vertrag. Achten Sie darauf, stets einerseits die Teamziele zu erreichen und andererseits am Ende der Saison genug Credits zu haben, damit Sie Ihr Team bezahlen können. Verfehlen Sie nur eins dieser Ziele, wird Ihr Vertrag aufgelöst. Achten Sie auf die Moral Ihres Teams. So erfahren Sie, wie gut Sie abschneiden. Und jetzt sehen wir uns die einzelnen Verträge an und entscheiden, welcher Ihnen am besten entgegenkommt. Ah ja, das finde ich auf jeden Fall richtig cool, dass der hier das alles in Deutsch macht. So, wir haben nur eben einen Vertrag. Ne, dich haben wir ihn. Okay, mit T-Sports. Aha. Bla bla bla. Aha. Okay, aha, aha. Ich würde sagen, wir nehmen das. Das sieht am besten aus. Das ist überall das Gleiche. Hier Anforderung 120. Ausgezeichnet. Glückwunsch zur Unterzeichnung Ihres ersten Profivertrags. Und jetzt auf ins Rennen. Okay, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ja. Nach Bella Italien. 16 Kurven. Das gucken wir uns nochmal ein bisschen an. Und eine Sache ist, man hat zwar eine Replay-Funktion und. Was mir aber noch fehlt, ist ein Fotomodus. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie noch ins Spiel kommt. Endlich ist das Rennwochenende gekommen. Jeder Tag beginnt mit einem Training. Darauf folgt die Qualifikation. Und wenn Sie sich qualifizieren, die Super Pole. Anderenfalls scheiden Sie unmittelbar aus. Hier können Sie Anpassungen an Ihrem Truck vornehmen, die Tabellen einsehen, Ihre Teile reparieren und die Regeln nachschlagen. Reparaturen Ihrer Teile gehören zu Ihren Pflichten im Rahmen von Verträgen über eine komplette Saison. Sie müssen nach jedem Rennen Reparaturen vornehmen. Haben Sie dagegen nur einen Wochenendvertrag, müssen Sie sich über diese Dinge noch keine Gedanken machen. Nutzen Sie das Training, um sich mit der Strecke und mit Ihrem Truck vertraut zu machen. Draußen auf der Strecke, ob im Training, im Qualifying oder in einem Rennen, können Sie eine Spielsitzung jederzeit aufgeben. Viel Glück da draußen. Ah ja, okay. Ich glaube, ich werde das alles hier lassen. Wie uns die Regeln, Tabelle, naja, braucht man nicht. Okay. Training. Dann fahren wir die erste Runde. Ist ja so dunkel hier. Los, mein LKW. Mal gucken, wie schwer die Strecke ist. Ich habe ja hier dieses Interface erstmal ausgemacht. Also die, nicht die, das Interface, sondern die Streckenbegrenzung. Was erzähle ich denn heute für Müll? Die Ideallinie. Oh.
Und ihr hattet ja bei der Umfrage gesagt, ihr wollt das alles von innen sehen. Und wir werden immer so ein, mal so einen Mix machen, mal raus, mal rein. Aber hauptsächlich werden wir von innen fahren. Und ich spiele das mit Controller. Ich habe irgendwie gesagt, videomäßig, ja, es sieht vielleicht besser aus. Hier dieses Hin- und Her-Gelenke zappelt er so ein bisschen. Aber man hat hier nicht so 900 Grad drehen und da müsste ich das Lenkrad wegmachen, weil es mich einfach viel zu sehr irritiert, wenn ich mein Lenkrad richtig einschlage und danach. Aber es kommt nicht so rüber, ja? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Naja, was ist das hier? Bäume oder was? Können wir die voll nehmen? Na, ich bin mir nicht so sicher. Ah, ein bisschen Gas weggenommen. Oh, hier kommt eine scharfe Kurve. Achten Sie auf die Kühlung der Bremsen. Ja. Kühlen Sie sie mit Wasser. Ja, Großmutter. Dass man da einfach so Wasser drauf kloppt. Auf die Bremsen hätte ich vorher auch nicht gewusst. Ja, ist jetzt eine ganz angenehme Strecke hier. Brauchen wir nicht großartig denn nochmal üben. Kriegen wir irgendwie schon hin. Ich habe jetzt nicht die Ambition, dass ich hier der absolute King bin, ja. Ja, gut, wir haben eine 229. Dann machen wir mal ausgeben. Training, aufgeben. Ja, bestätigen. Hier sehen wir unseren LKW, wie wir lang gefahren sind. Genau. Und jetzt werden wir zum Training gehen. Mal gucken. Eine lange Distanz habe ich jetzt nicht gemacht. Wir werden jetzt wird es Zeit für das Qualifying. Versuchen Sie, die schnellstmögliche Runde zu fahren. Viel Glück. Jo, wir warm. Da vorne, jeder hat so seinen Abstand, jeder LKW. So, zwei Runden. Ja, das wird ja jetzt so lustig. Ich kann jetzt gar nicht einschätzen, wie gut ich bin. Wir schauen mal. Hui. Driften. Ich glaube, die Runde ist jetzt nicht ganz so wichtig. Die danach ist wichtig. Sehr hart an die Eisen gegangen. Ich kenne die Strecke, wie gesagt. Bin ich die schon mal in irgendein Rennspiel gefahren? Weiß ich gar nicht. So, schauen wir mal. Ist alles noch ein bisschen behäbig. Manchmal einfach so ein bisschen rollen lassen. Ja, läuft. Und nicht so doll und so viel Gas geben manchmal, weil dann dreht sich der Arsch schon ein bisschen und dann ist, glaube ich, Feierabend. Okay, Baby. So. Ob ich die jetzt voll nehmen konnte. Ja, wenn man die Ideallinie anhat, dann lässt man sich zu sehr davon irritieren. Und bremst dann vielleicht zu früh oder zu spät. Ja, zu spät eher nicht, aber kommt der nicht so in den Flow rein. Achten Sie auf die Kühlung der Bremsen. Besprühen Sie sie mit Wasser. Ja, machen wir doch. Okay. Ja, läuft doch. Bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt komplett ein ganzes Rennwochenende mache.
dass es dann ein längeres Video wird oder ob ich die teile. Muss ich mal schauen. Noch eine Runde. Noch eine Runde, gut. Muss ich denn eigentlich jedes Mal irgendwie ein Qualifying machen oder... Oder ist es dann beim zweiten Rennen, wird dann die Aufstellung halt nur geändert? Irgendwas hatte ich mal gehört, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, einlenken. Ja, mal gucken, vielleicht wird es dann so... Oh, ein bisschen kühlen. Und dann geht's los. Der Maximus kommt. Oh. Sehr eng genommen. Ja, komme ich eigentlich ganz gut klar. Wasser haben wir noch genug. Super. Da hinter mir fährt er und auf jeden Fall schließt er nicht so doll auf. Somit könnte ich ja schon fast sagen, dass ich ja nicht der Erste bin, aber dass ich auf jeden Fall im hinteren Feld mitfahren kann. Achten Sie auf die Kühlung der Bremsen. Besprühen Sie sie mit Wasser. Ja, wenn man die jetzt nicht kühlt, dann kann das negative Auswirkungen haben, dass die Bremsen halt kaputt gehen. Oder denn gar keine Bremswirkung mehr vorhanden ist. Ja? Und das wollen wir ja nicht. So, die letzte Kurve. Jetzt gar nicht verkacken. Und ihr könnt selber auch mal schreiben, welche Rundenzeiten habt ihr denn gemacht. Entweder im Rennen oder im Qualifying. Meine Bestzeit ist jetzt 2:23,7 im Qualifying. Und jetzt haben wir eine 2:21. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch warten, bis alles abgelaufen ist hier, ne? Naja, wir warten nicht. Okay, Zeit. Oh yeah. Also ich... Das Qualifying ist gelaufen. Jetzt wird es Zeit für das erste Rennen des Wochenendes. Geben Sie Ihr Bestes und genießen Sie es. Viel Glück. Machen wir. Okay, dann schauen wir doch einfach mal. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem LKW. Und wo stehe ich jetzt eigentlich? Tabelle? Die Club-Tabelle? Ich hätte wahrscheinlich warten müssen, ne? Oh, wo stehe ich denn jetzt? MAN ist gar nicht richtig dabei, oder wie soll ich das sehen? Iveco. Ey, ganz ehrlich, ich bin Letzter. Ah ja. Ich bin mit meinem MAN Letzter. Naja. Geil. Ey, man muss immer sagen, das ist kein Entwickler, der jetzt Millionen zur Verfügung hat. Aber ich muss sagen, ist schon ganz cool. Oh, das erste Rennen, das erste Rennen. Guck mal, wie schnell die sind. Die geben Gas und sind weg. Kann es sein, weil es die LKWs irgendwie noch ein bisschen besser getuned sind oder so? Oh. Ah, toll. Da
Damit wurde ich ja ordentlich rausgeschoben. Was ist jetzt? Ah, jetzt eine 5 Sekunden Strafe gekriegt oder was? Was war denn jetzt gewesen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Boah, der LKW ist schon hinten der ganze Lack ab. Das kann ja was werden. Drei Runden muss ich fahren. Okay, das ist, denke mal, ausreichend. Der hat mich doch angeschoben, der Johnny. Ey, der hat mich hundertprozentig angeschoben, der Mistkerl. Das war jetzt aber nicht die feine englische Art. Achten Sie auf die Kühlung der Bremsen. Ja, Großmutter. Großmutter, ich weiß. Ah, das war jetzt aber nicht die feine englische Art von denen hier, oder? So, die versuche ich jetzt mal voll zu nehmen. Ey, hab mich nicht getraut, aber ich hätte dann weiter rausfahren können. Ich komme aber ran. Und man sieht auch, dass die KI hier selber auch Fehler macht. Sie sollten mehr Tempo machen. Ich sollte mal mehr Tempo machen. Ja, ja. Ich bin schon dabei. So, wir kommen wieder ran an das Feld hier. Das ist ja bei vielen Spielen immer das Problem, wie die KI sich verhält. Manchmal sind sie zum Anfang ziemlich grottig und danach werden sie wieder besser. Ja. Ah, Bremsen überhitzen, aber wir kommen wieder ran. Bisschen gemein ist die KI gewesen. Zu mir, aber so ist das Leben. Und wir kommen auf jeden Fall hier gleich vorbei. Mit der Brechstange will ich es jetzt auf jeden Fall nicht probieren. Gut, erste Saison. Vielleicht können wir unseren LKW auch noch ein bisschen so pimpen und so tunen, dass der dann ja fähig ist mitzumachen. Oh, der hat auf jeden Fall zu spät gebremst. Vielleicht können wir die Geschwindigkeit jetzt mitnehmen und vorbeiziehen. Wo ist der Mistkerl? Ja. Achten Sie auf die Kühlung der Bremsen. Besprühen Sie sie mit Wasser. Da habe ich früher gebremst. Und damit sind wir vorbei. Juhu. Aber ich denke mal, die Rennlängen 3 Runden, das ist völlig ausreichend, ne? Das war großartig. Das war ein großartig, aber ja nichts gemacht. Oh, da kommt er wieder ran, ey. Die sind aber ganz schön brutal hier manchmal. Oh. Der macht auch einen Müll. So. Gut. Zusätzliche Zeit plus 5. Ja, ja, wir werden 5 Sekunden da drauf gerechnet. Noch eine Runde. Also habe ich hier diese Strafe auch nur. Ach, ich will mir jetzt nicht aufregen. Sie sollten Ihre Position halten. Oh, driften.
Der da vorne hat jetzt auch einen Fehler gemacht. Ich setze mich langsam ein bisschen so ab. Den da vorne werde ich wahrscheinlich nie mehr kriegen. Dann müsste man durchaus die Rennen noch ein bisschen länger machen. Aber wer weiß. Vielleicht. Ich glaube, man kann noch was ändern. Aber wenn wir eh zwei Rennwochenende haben, dann reicht das. Ja, mit viel Gefühl. Ich bleib jetzt hier drinne. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, hier drinne zu fahren. Ich glaube, ich hätte ihn noch gar nicht bremsen brauchen. Oh, driften. Ja, wir haben wieder Anschluss. Beste Runde 2:21 im Rennen. Au, habe ich voll genommen. Achten Sie auf die Kühlung der Bremsen. Besprühen Sie sie mit Wasser. Ja, letzte Runde. Ich habe gedacht, ich muss hier mindestens 10 oder 15 Runden fahren, aber ich denke mal, hier wird nicht mehr so viel passieren. Sie sollten mehr Tempo machen. Ja, ja. So, schön. Und der andere ist auf jeden Fall weg. Wir könnten durchaus... Das sind die Ergebnisse des Rennens. Sie sehen die Position der einzelnen Fahrer und die Punkte, die sie im Rennen gewonnen haben. So. Okay. Ich bin 10. Nee. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ach so. Ach, das Team... Ah, oder? Gamer Club 9? Naja, verstehe ich jetzt nicht so richtig. So, wir machen mal bestätigen. Das ist die aktuelle Fahrertabelle. Hier können Sie sehen, wie Sie im Vergleich mit anderen Fahrern abgeschnitten haben. Okay, ich habe einen Punkt. Das ist gut. Also ich stehe schon mal nicht oben. So, Gamer Cup. Ach, das sind hier... Ach so, das sind hier noch, noch ein anderer Cup hier. Okay. Gut gemacht. Sie haben Ihr erstes Rennen bestritten. Damit hat offiziell Ihre Karriere im Profi-Truck-Racing begonnen. Nichts wie weiter zum nächsten Rennen. Jawohl, machen wir. Platz 10. Starte ich jetzt. Gut gemacht. Jetzt weiter zum nächsten. Ja, ich bin doch schon im Spiel. Junge, 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 Junge. Oh. Eieiei, das geht aber hier hart. Harte Bandagen, sag ich dir. Und frühzeitig Gas geben. Hinter mir Mercedes. Wir sind auf dem 9. Platz. Und das ist gut. Ich soll nur aufpassen, dass die KI mich nicht irgendwie wegeliminiert. Oh, die haben wir richtig gut genommen.
Ich habe dann einfach richtig schön reinrollen lassen. Nicht aufgeben. Achten Sie auf die Kühlung der Bremsen. Besprühen Sie sie mit Wasser. Gut gemacht. Jetzt ja. Weiter zum nächsten. So ein kleiner Rempler kriegen wir manchmal hin. Aber ich denke mal, so von Schwierigkeitsgrad ist es ganz okay. Jetzt haben wir hier einen LKW. Guck mal, der ist genauso schnell wie wir. Oh. Ich muss innen anbremsen. Oh, der LKW ist schon total zerschrotet. Das ist ein cooles Rennen. Also, Renn 2 bis jetzt läuft ja wie ein Länderspiel. Und wirklich mitten in der Bremse, mitten in der Kurve muss man schon Gas geben, dass es hier ordentlich Yalla Yalla geht. Oh, was ist mit euch los? Ich komme in die Mitte. Gut gemacht. Jetzt weiter zum Nein. Nächsten. Ich musste jetzt abbremsen, sonst hätte ich den weiter nach vorne geschoben. Oh, jetzt bin ich Achter. Ja, die KI ist nicht ohne. Ja, naja, ein bisschen Blechschaden. Sie sollten mehr Tempo machen. Ich mach schon Tempo. Also wenn ich mit einer 8 nach Hause fahre, dann ist das super. Ja, jetzt bin ich in, jetzt kommt vorne die scharfe Linkskurve. Achten Sie auf die Kühlung der Bremsen. Besprühen Sie sie mit Wasser. Ja, da bin ich ein bisschen auf die Curbs gekommen. Aber ich bin im Rennen und das ist fantastisch. Wirklich hübsch überholt. Ah, die hat schon Herz in den Augen, die Frau. Oh, habe ich jetzt ein ganzes Pulk überholt? Das macht schon irgendwie Spaß, weil das ist nicht so schnell. Das kriegt ja Maximus noch irgendwie so mit, ein bisschen mit. Aber die KI, die hat so, ne? Die anderen Fahrer finde ich gut. Ich habe ja so ein Rennen. Oh, oh! Ich habe ja so ein Rennen noch nie so richtig angeguckt. Da kann ich euch noch gar nicht so richtig sagen, inwiefern die hier so fahren, ne? Ey. Sie sollten ihre Position halten. Noch eine Runde. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe voller Schaden angeschaltet. Oh. Gut gemacht. Oh, habt ihr das gesehen? Also mit dem Lenkrad hatte ich es jetzt nicht so hingekriegt. Und der hängt mir irgendwie an der Backe. So dieses Wiedereinfangen. Also ich schaff's nicht. Ja, hier habe ich den ein bisschen rausgedrückt. Hat natürlich jetzt auch durch die komische A-Säule hier ordentliche Sichtfeldbehinderung. Aber wenn ich jetzt wirklich das hier nach Hause fahre, auf dem dritten Platz. Oh, wie geil wäre das denn? Ach ja, hier diesen Pfeil. Der zeigt mir an, wo der Gegner ist. Gut. Jetzt darf ich nichts machen.
Ah, gut durch die Kurve gekommen. Sehr gut. Herrlich. Man darf immer nicht vergessen, hier die Bremse, ne? So, ich will jetzt gar nichts riskieren. Oh ja, ich habe einen guten Vorsprung rausgefahren. Nicht umfahren? Dann gibt es noch eine Strafe, 5 Sekunden oder so. Oh, Platz ins Ziel. Ah, wie geil ist das? Ah, da war eine ordentliche Leistungssteigerung zu sehen, ne? Also. Muss ich ehrlich mal sagen. So. Dann gucken wir uns mal die erste Runde an. Ja, dann werden die Videos wahrscheinlich ein bisschen länger. Bei diesem Quali. Aber ich werde dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das Rennen mache oder erst das Rennen dann zeige, weil das wird dann doch ein bisschen zu heftig, ne? So, da fährt der Maximus. Der arbeitet sich vor. Aber schade, dass es hier keinen Fotomodus gibt, ja, wo man seinen LKW einfach so anhalten kann. Wenn ja, dann, oder wenn ihr da irgendwas doch gehört habt, dass da eine Möglichkeit ist, ein Foto zu machen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde aber sagen, ich lasse euch jetzt mal mit der Runde hier noch alleine und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich sage, haut rein, macht's gut, bye bye.